Teleportationsfeld, nee. Die elastische Kugel. Nee, die werden wir auch nicht so wirklich brauchen. Erweiterte Unsichtbarkeit brauchen wir, geheimes Wort. Den behalten wir mal. Geheimes Wort, Schutz vor Blitzen behalten wir auch. Ach so, das ist der Tote beleben. So, jetzt sind wir mal hier ein paar Sachen los. Den Karawanenvertrag werden wir leider nicht los. Ach, Klopfen können wir auch verkaufen. Lonastra kriegt normalerweise das meiste auf. So. Das heißt, identifiziert mal diesen Umhang. Mifrans Mantel. Rüstungsklasse Bonus, Rettungswurf Bonus. Ha. Dieser Elfenumhang aus Seide und Wolle wurde einst von einem mächtigen Zauberer namens Mifran Leichtblatt aus Mifnatar getragen. Mifran war bekannt für seine Reiselust und seine Toleranz gegenüber den Entelkesir, das heißt die nicht-elfischen Wesen dieser Welt. Letztendlich jedoch wurde der Umhang ihm zum Verhängnis, da er von Rauvavrin, seiner dunkelelfischen Geliebten, gewoben und verzaubert worden war und der Stil des schwarzen und mitternachtsblauen Umhangs so eindeutig unelfisch war, wurden seine Gefährten irgendwann misstrauisch. Ein bekannter Mifrans, ein elfischer Drow-Jäger namens Gadel, machte Rabos Schlupfwinkel in den Wäldern um Mifnatar ausfindig. Mit einer kleinen Bande Krieger stürmte er ihre Hütte und tötete sie. Als Mifran dies erfuhr, geriet er vor Wut außer sich. Vom Wahnsinn gepackt überfiel der Magier die Jagdhütte Galditz und seiner Brüder, tötete sie alle und machte die Hütte dem Erdboden gleich. Nun wollte Galdels Familie Rache üben und tötete Mifran ohne Rücksicht auf die Verluste. Mifrans Umhang wurde von einem seiner besten Freunde, dem Zwergkrieger Hell Bronzesee, gerettet. Ansonsten wäre der Umhang zusammen mit Mifnantar in den Fluten untergegangen, als diese stolze Stadt einige Jahre später von der See des Sternenrings hinweggeschwemmt wurde. Ja, du kannst es nicht tragen. Ja, gut. Dir könnte ich es geben. Du trägst schon was. Du kannst nicht tragen. Dann kriegst du den. So. Gut. Ja, in Ordnung. Es soll geschehen. Nächste Haltestelle ist dann mal Weiter. Oswald. Das Luftschiff. Dass wir dort. Ach nee, halt, wenn wir schon hier sind, können wir ihm hier Zeug verkaufen. Also die beiden Es soll Bücher. geschehen. Ja, das verfaulte Honigleder können wir auch verkaufen. Das kauft er uns alles nicht ab. Ja, Tränke kauft er auch keine. Ah, stimmt, die Pfeile, die wir hier haben. Können wir die jetzt so identifizieren? Nein. Pfeile der Hand. Die könnten wir auf jeden Fall verkaufen. Was können wir noch verkaufen? Viel ist es ja nicht. Ganz ehrlich, wenn ich den Bogen verkaufe, können wir eigentlich alle Pfeile verkaufen. Sag, was es soll geschehen. Wenn es dann soweit ist. Weiter.
Irgendwer flitzt da wieder wo raus. Das wird Lonastra sein. Was? Nein, das ist Bereit zu neuen Taten? Sylastra. Bei Lunastra haben wir ja die 7 Meilenstiefel gegeben. Und hier haben wir die gegeben. Wie kann ich helfen? Achso, sie hängt immer an Grenouille fest, Gewiss. deswegen. Hallo Kühe. Vorwärts. Hi Oswald. Willkommen zurück. Ich habe von euch gehört, dass ihr ihm diesen Gürtel des Gond abgekauft habt. Ich hatte ihn selbst schon eine Weile im Auge geworfen, aber ich habe ihn nicht schnell genug zugeschlagen. Ich habe einen Vorschlag, den uns beiden nutzen könnte, wenn ihr mich anhören würdet. Ihr wolltet den Gürtel untersuchen, um zu verstehen, wie er funktioniert, welche Verzauberungen benutzt wurden, wie er zusammengefügt wurde, in der Hoffnung, dass ich in der Lage wäre, selber einen zu machen. Wenn ihr bereit wärt, euch für einen Tag von ihm zu trennen, nennen wir es eine Leihgabe, dann wäre ich höchst dankbar. Ich kenne viele Gnome, nehmt die nicht auseinander, oder? Nein, natürlich nicht. Nur dazu. Hab Dank. Ein Tag sollte genügen, um deine kleinen Geheimnisse aufzuspüren. Gürtel des Gond verloren. Kann ich euch noch etwas anderes behilflich sein? Klar. Vorräte. Hast du irgendwelche Tränke, die besonders sind? Nein, eigentlich nicht. So, Trank der Freiheit. Den sollten wir aufheben. Trank der Klarheit. Den können wir verkaufen. Schöpferkraft behalten wir mal. So, Behälter öffnen. Das Schnelligkeitsöl verkaufen, das nichts bringt. Trank der Einsicht. Hier das Schwarzgebräu, das können wir verkaufen. Genauso wie wir eigentlich den ganzen Mama-Tee verkaufen können. Und sagen wir mal 7 Gegengifte. So. Irgendwas können wir sicherlich mit dem Wein noch anfangen. Filter der Reinigung. Den können wir, glaube ich, auch verkaufen. Nee, den verkaufen wir nicht. Behalten wir auch erstmal. Trank der Freiheit. Konzentrierter Heiltrank, Trank der Lebenskraft behalten wir alles. Auch die Stärketränke. Die könnten wir dann nämlich demnächst benutzen. Ganz ehrlich, die ganzen Tränke der Stärke können wir verkaufen. Trank der Schöpferkraft, ja, sind zwar viele. Gut, mehr haben wir auswendig nicht zu verkaufen. Und ja, die beiden Fliegen können auch verkauft werden. Nur ganz besondere Sachen behalten wir, wie Kreslaks Schwert oder Kaelessas Bogen, einfach als Nein, nicht Andenken. gewiss. Weiter. Ah ja, Behälter öffnen, den Wein. Können wir mal in den Rucksack nehmen?
Vielleicht können wir damit hier was anfangen, in der Taverne unten. Einverstanden. So. Jetzt wollen wir erstmal verkaufen. Den Kampfstab. Den Ionenstein. Den Dolch. Alle Pfeile. Hammerpflege. Das Zeug kann weg. Der Hacker kann weg. Moment mal, war das Schild beim anderen nicht mehr wert? Ja, einverstanden. Das will ich jetzt mal kurz gucken. In Ordnung. Ja. Ja, das ist etwas mehr wert. Und den verkaufen wir auch gleich hier. Sag, was du gewiss. Gewiss. Nachher können wir noch mal bei uns, dem Töpfer, reinschauen, ob bei ihm was Neues passiert ist. In Ordnung. So, jetzt würden wir gern weiterverkaufen. Leichter Armbus, Schleuder, Elfenkettenpanzer, der Kurzbogen. Das Ding ist verflucht, deswegen ist es nicht viel wert. So. Gut. Ja. Was hast du Schönes, was wir kaufen könnten? Jede Menge Kurzbögen wollen wir allerdings nicht. Der Plattenpanzer bringt uns nichts. Das ist eine Axt, die bringt uns auch nicht wirklich was. Riesenmörder. Ja, wir haben Geld. Jetzt. Trolltöter ist ein Bastardschwert. Das Ding hätte ich eigentlich ganz gerne. Das ist ein Zweihänder, der bringt uns nichts. Du bist ein Streitkolben. Auch nicht so wirklich. Das ist ein Anti-Spinnen-Ding. Das ist ein Kriegshammer, der nicht besonders toll ist. Fires Hellebarde. Ist einfach eine Dreier-Hellebarde. Der schwarze Bogen ist ein Langbogen. Oh, das ist Radieschen. Radieschen ist eine Armbrust. Aber da ist ihre Schnellladearmbrust besser. Verlässlichkeit, Grabfeger. Schweinsauge. Ist Kurzschwert, also nicht ganz so toll. Gucken wir mal kurz. Also ihm würde ich gern das Bastardschwert gönnen. Weil er hat nun plus 1er Schwert. Sie hat hier eine 2er-Waffe und hier eine 1er-Waffe. Also vielleicht für sie noch was Neues. Er hat eine plus 1er Hellebarde. Das wäre also eine Möglichkeit, ihm eine bessere Hellebarde zu geben.